Ich hatte euch berichtet, dass ich euch noch einiges erzählen wollte zu einem Gebetsleben, was weltverändernd ist, was wirklich dein Leben umkrempeln kann. Und heute möchte ich euch etwas bringen zu dem Gedanken, dass wir alle Zeit beten sollen. So ist es geschrieben in Epheser 5,20. Und als junger Christ habe ich mir daraus eine Herausforderung gemacht und habe gesagt, Mensch, wenn das da steht, das muss ich irgendwie umsetzen lassen. Und habe dann angefangen, wirklich zu versuchen, alle Zeit in Gedanken und teilweise auch so mit leisen Murmeln irgendwie zu beten. Das hält man natürlich keine 24 Stunden durch, weil man zwischendurch dann auch Gespräche führt oder aufs WC muss oder schläft. Aber man kann den Gebetsanteil in sich, also die Zeit, die in sich mit Gott verbunden ist, erheblich erhöhen und gleichzeitig eine Verbundenheit zum Herrn irgendwo herbringen, die sehr, sehr speziell ist. Ich habe das jetzt seit ganz vielen Jahren, dass ich das praktiziere, manchmal ein bisschen intensiver, manchmal weniger, im Moment wieder ein bisschen mehr. Aber man kann wirklich innerlich im Gebet bleiben. Ideal ist es natürlich dafür, wenn man in Sprachen beten kann, weil das kann man nicht nur laut, sondern man kann es auch in Gedanken machen. Oder jetzt zum Beispiel, wenn ich im Fitness bin und auf den Geräten da unterwegs bin, ich kann, während ich jetzt hier sitze und bete und im Strampel auf den Geräten, kann ich in Gedanken und so ein bisschen leise beten, mit dem Herrn in Verbundenheit bleiben. Epheser 5,20 steht, dass wir alle Zeit dem Herrn danken sollen, ihm loben, ihm Ehre geben. Manchmal macht man das auch mit einem Lied, das man innerlich singt, aber ideal und dafür, ich habe das Gefühl, so die Steigerungsversion zum innerlichen Singen ist wirklich das innerlich in Sprachen beten. Weil da geschehen Dinge, die dann wirklich ja schon eine extravagante Nummer sind. Ich möchte euch ermutigen, macht doch auch mal diesen Selbsttest in Sprachen innerlich zu singen. Und wenn du diese Gabe noch nicht hast, des Sprachengebets, häng wirklich bei Gott am Rockzipfel und sag, ich brauche das jetzt, ich will das jetzt, ich will diese Geistesgabe des Sprachengebetes unbedingt bekommen, weil die steigert deine Verbundenheit zum Herrn und deine Möglichkeit, mit ihm verbunden zu bleiben, essentiell. Ich kann euch nur ermutigen, wenn du die Gabe des Sprachengebets noch nicht hast, mach es zur Priorität deines Gebetslebens. Weil damit kannst du dann natürlich wirklich ganz toll innerlich in Gedanken und in deinem Inneren beten, mit dem Herrn verbunden sein. Dann ist egal, ob ich jetzt so wie jetzt im Fitness bin oder sonst wo, ich kann immer in Sprachen, in Gedanken beten, weil ich brauche gar nicht auf die Worte achten, sondern der Geist in mir betet dann. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und sie bringt euch, wenn ihr das mal geistlich betrachtet, erheblich weiter. Das ist wirklich eine Revolution des persönlichen Gebetslebens und ich kann euch nur motivieren, geh auf Entdeckungsreise. Mein Name ist Max Fichtner und ich bin Pastor seit ganz vielen Jahren im geistlichen Dienst und ich erzähle grundsätzlich nur Dinge, die ich selbst erlebt habe oder die ich auch erfahren habe und mache nicht irgendwas Theoretisches, sondern nur praktische Dinge. Und wenn du noch mehr von dieser ganzen Gebetsserie oder was noch sonst von mir kommt, hören möchtest, dann klick unten gerade auf Abonnieren, weil dann kriegst du immer kurze Info, wenn ich was Neues veröffentlicht habe. Ciao für heute, bis zum nächsten Mal.